Ja, willkommen zurück zu Final Fantasy Brave Exvius. Der Datenrefresh hat leider nichts gebracht und ich kann immer noch keine Fähigkeiten machen. Denke mal, ich hoffe mal, dass das irgendwie beheben werden mit einer Wartung oder so. Ansonsten machen wir hier kurz dieses Kolosseum. Und dann geht's auf Schatzsuche, wie in der letzten Folge versprochen. Boss im Anmarsch. Das ist so merkwürdig, jetzt hier alles auf Deutsch zu haben. Geht eigentlich allgemein das Menü nicht oder? Nee, Fertigkeiten, Blockgegenstände. Rezept für X-Blitzra. Kann man schon mal nehmen. Ich glaube, Blitz-Gar war die höhere. Danach Ra kam noch Gar, jo. Rotpudding. Pudding sieht er eigentlich nicht aus, mehr wie Schleim, aber okay. Hier ist ja gerade nichts. Wir hatten, glaube ich, noch eine Daily Quest abgeschlossen. Stell einen Gegenstand her. Mach mal doch glatt. Muss hier sowieso noch ein paar Breitschwerter basteln. Wir Selina schon als Freund angenommen? Interessant. Ist gar nicht in der Liste. Merkwürdig. Welt. Genau. Schlüssel. Wir fangen einfach hier ganz vorne an. Mach mal so ganz gechillt der Reihe nach quasi. Hier war ja keine Erkundung. Nee. Hier ist eine Erkundung. Ah, hier irgendjemanden. Nehmen wir den Midnight mit. Die war, glaube ich, hier drüben und dann nach oben, genau. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Guten Hallo, Abend, Stavi. mein Herz. Willkommen in der Final Fantasy Folge, genau. Oh, entschuldige, hallo. Mir macht doch nichts. Und wisst ihr, oh, ich finde das so geil, dass ich endlich mal was verstehe, was da steht. Tja, alles auf Deutsch jetzt. Ja.
Ich bin jetzt gerade, hab gerade die Folge quasi fertig, wo ich die Story jetzt komplett durch habe, die zurzeit da ist. Ja. Und bin jetzt gerade durch die ganzen Launch Rewards, habe ich mir Ich hätte 30 mal. Magieschlüssel holen können. Ja. Yeah. Und mache jetzt gerade Ich habe Magiekisten mir auf. das. Ich Scheint habe mir das verschlossen zu eine sein. Angebot. Schatztruhe mit Ich Zauberschlüssel habe. öffnen. Öffnen. Toll. Ich habe mir das eine Angebot geholt mit die 399, weißt du? Zapfe Exterra. Eine von den Kisten da, oder was? Ja. Was ist denn da drin für 3,99? Zwei Beschwörungstickets und 1000 Lapis. Okay, das ist natürlich ziemlich geil für 3,99. Ja, ich habe mir, das gibt doch nur 2 Tage das Angebot. Für den Fall, dass das Video noch anhast, für die Leute, ich würde euch das empfehlen, für den Fall, Ist nicht. weil am Anfang ist es sehr gut. Ihr kriegt auch sogar schon am Anfang auch 10 Tickets. Warte, kann ich dir jetzt sagen? Ja, nur die 10 Ja, ein Tickets bisschen sind Gold. die Vorregistrierungs-Rewards. Kriegst noch ein bisschen Jill heißen die, Feder genau, bekommst Jill. du. Jill, ein paar Phönixfedern, ja, ziemlich geil. Das. Oh, hier unten ist der Geheimgang. Den habe ich noch nie gefunden. Und jetzt Und ich einfach habe mal so, YOLO, insgesamt Geheimgang gefunden. 350 Lapis, also mit dem Angebot inklusive die 1000. Also für den Anfang nicht schlecht. Na, ich habe vorhin 1500 Lapis ausgegeben, um hier die 30 von den Zauberschlüsseln zu holen, damit ich jetzt eine schöne Zauberschlüsseljagd machen kann. Bin ich gerade Ich mitten habe dabei. abhand schön, ich habe schöne Einheiten bekommen. Die eine heißt Roselia, 3 Sterne. Sie kann heilt, also sie heilt Statusbeschwerden. Ja, und sie hat die Chance auch, Merkmal hat sie bei Beten für 3 MP Chance LP zu heilen alle Verbündete. Ja, Roselia ist vor allem auch eine 5 Sterne, also gerade im Moment das Höchste, was man so haben kann. Die ist nicht schlecht, ja. Ja, nicht nur das, Es ist halt eine reine Heilerin. ich hab Das sie auch danach. Problem ist, dass du kriegst Fina. Du kriegst Fina in der Story und Fina ist halt einfach besser. Beide, ja, ich weiß, Weil sie aber. Heilerin ist und sie kann halt noch Shear, was dann doch mehr bringt. Aber an sich ist die Einheit nicht schlecht, ja. Vor allem nicht nur das, ich habe sogar danach eine gelbe Tür bekommen und ich habe sie Roselia als 4 Sterne nochmal gezogen. Hallo, nice. Ich habe noch Shantoro gezogen, diese kleine, weißt du? Ja, die ist auch cool. Ja, die finde ich von hinten doch. Was die kann, weiß ich noch nicht, aber werde ich natürlich später sehen. Gut, also hier die Kiste haben wir schon mal. Da gehen wir jetzt in den Wald von Latios. Ah, und Rydia habe ich auch. 4 Sterne. Oh, du hast Rydia. Ah, nee, ich habe auch Ja. eine. Ich habe auch eine. Haha, braucht gar nicht so. Sie war mein erster Summon. Das war richtig heftig, weil ich mag die auch. Ich habe die schon in Japan auch. Wahrscheinlich, du auch. Naja, du hast ja auch natürlich in Japan. Und die habe ich richtig gemocht. Ja, mich auch. Ich mag sie vor allem auch von Final Fantasy 4, glaube ich. Muss doch eigentlich da stehen, oder? Ja, Also. ich habe keine Ahnung. Ich habe es gerade versucht, aus dem Kopf einfach erinnerungstechnisch rauszusuchen. Rezept für stille Klinge, was auch immer stille Klinge ist. Und weißt du, was toll ist? Jetzt wissen wir, wie die ganzen Objekte und Items heißen. Und so können wir auch die Nebenquests auch sehr gut machen. Ja, das war ja mit Englisch auch schon super. Aber auf dem Japan-Server komme ich ja trotzdem immer noch nicht klar. Ja, das ist auch das große Problem gewesen auch damals. Ja, Also seitdem das hat mich der Englisch. Server auch ein bisschen abgekotzt. Ich halt einfach, ich kann die Questen einfach nicht machen, weil ich keine Ahnung habe, was ich tun soll. Ich habe sogar eine, die zweite, das ist, wenn du in der Stadt, kurz bevor du in diesen Achso. Schloss gehst oder so, vorher die kleine Stadt, da habe ich aus Versehen eine Mission geschafft, aber ich habe ein Item bekommen, aber ich habe das nicht mehr gefunden. Wenn man die Dinger hier gerade durchgehen, wenn ihr. Moment, den Kampf, wenn ihr hier so reingeht, dann kommt ihr hier unten raus und könnt euch hier einen Sternenquarz holen. Das hat mir Stubby mal gezeigt, den Gang. Den hat er auf dem Japan-Server gefunden, hat mir ein Video davon Ja. geschickt bei Line. Ich habe für dich mal ein paar Eingänge und so geweit gesucht. Ich habe übrigens auch welche späteren Verlauf, eine dritte Insel. Das kommt natürlich später. Ich will die jetzt nicht rumspoilern, aber. Ja, ich kenne da auch noch mittlerweile jede Menge. Ich bin ja in Japan mittlerweile auf der dritten Welt. Also Inselnummer, keine Ahnung, 9 oder so.
Auf jeden Fall kann ich dir, wenn du ein paar nicht. Ist, bei jedem Gebiet gibt es einen auf jeden Fall. Weiter Mindest, oder erkunden. ein. Ja. Ich will mich weiter erkunden. Ich habe gerade Edgar gezogen. 4 Sterne. Den habe ich als Leader gerade drin. Der ist ziemlich geil für den Anfang. Ich habe ihn. Weiß ich nicht, was er machen wird. Das ist Physical Attack. Ah, okay. Gut, das, was du am Anfang machst. Und ich habe sogar Penelo 4 Sterne gezogen. Yay. Ist auch nicht schlecht. So, dann gehen wir jetzt in die Stadt, denn in der Stadt gibt das auch immer solche schönen Kisten. Gucken wir mal, was wir hier noch alles so zusammenbekommen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt in der Inn war, aber nee. Doch, doch, da ist sie doch. Aber da muss ich von oben rein. Hier hinten war nichts weiter. Ich freue mich, wenn Lightning mal bei uns auftaucht. Auf jeden Fall. Scheint verschlossen zu sein. Mit Zauberschlüssel öffnen. Yes. Deswegen laufen wir hier so rum. Feuerklinge. What the fuck? Man hat ja auch hier wieder ein Kostenlimit, ne? Kann das sein? Kostenlimit? Ich meine, ja, wegen dem, oder? Das Spiel hat keinen Kosten, noch nie ein Kostenlimit gehabt. Okay, gut. Kannst du einfach Aber reinpacken wahrscheinlich. ins Team, was du ins Team reinpacken willst. Ich habe in Japan, also bei der japanischen Version S-Schwert, als ich Das macht eine Kiste. als ich Level, keine Ahnung war, ich habe hier gesammelt, weil du gesagt hast, ey, Lightning und so. Einsammeln. Yay. Rezept für Exloy, was auch immer das ist. Jetzt komme ich natürlich mit den Namen überhaupt nicht klar, weil erst die japanischen Zeichen, jetzt dann das Englische und jetzt auf Deutsch. Natürlich, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was was ist. So, wir hatten hier hinten beim Chocobo, wenn wir hier reingehen und hier hinten rausgehen, dann können wir hier hinten in den Wald rein und können hier runter und hier war noch eine Kiste, die haben wir schon aufgemacht. Ich habe sogar Maria gezogen. Ja, die habe ich eine auch. Single, ja, Single Target Healerin, also Single Healerin. Da sind wir, glaube ich, hier in der Stadt fertig. Mehr als 2 Kisten in so einer Stadt ist auch irgendwie wäre ziemlich ungewöhnlich. Wobei ich echt sagen muss, ist ein bisschen ungewohnt, weil als ich angefangen habe, da habe ich Lightning sofort im Ding gehabt und jetzt muss ich halt mit dem, weißt Ja, jetzt musst du ein bisschen gucken, was du machst, ne? Lightning hat ja alles einfach solo weggefotzt. Die hat einfach so Roffel, ich mache jetzt eine Attacke und ihr seid tot. nein, bei mir hat sie das anders gemacht. Sie hat den Gegner angeguckt und sie von allen gestorben. Ja, oder so. Der Blick des Ja, Todes. wie gesagt, das war halt, ich hatte halt nur Lightning als Unit drin und die beiden, also. Das ist dann, wenn du Lightning sagst, dass sie nicht einkaufen gehen darf. Dann kommt der Blick des Todes so, wie jetzt? Und mit dir würde ich mich echt nicht anlegen. Also, ich werde auf jeden Fall bis dahin auch. Ich werde auch nicht so viele Beschwörungen machen, Ah, mir fehlt für meinen Teil. Kopfschmerz. Okay. Und werde ein paar sparen. Bei mir downloadet es noch. Eine Glocke mit einem beruhigenden Klang. Bauen wir einfach mal. Vor allem das Tolle daran ist, jetzt kann ich von jedem Unit, die ich in Japan habe und ich gerade hier gezogen habe, kann ich jetzt The lesen, was ich kann. fuck! 12 Stunden Herstellungszeit, da stand doch 12S, das sind für mich Sekunden. Sind die blöd oder was? Was für ein Übersetzungsfail, Alter. Hammerhart. Blöde So. Frage, wo kannst du hier die Lederskills sehen? Wir haben gezogen. Exterra haben wir gerade gefunden. Erhöht Erdresistenz beim Verbündeten. Exfeuer haben wir gezogen aus den Kisten. Feuerresistenz beim Verbündeten. Hätte man sich jetzt irgendwo denken können. Exblitzra haben wir gefunden. Erhöht Blitzresistenz bei allen Verbündeten. Ja. Feuerklinge haben wir gefunden. Fügt einem Gegner Feuerschaden zu. Ist ja langweilig. Stille Klinge. Fügt einem Gegner Schaden zu und lässt ihn verstummen. Oh, das ist gut. Das ist geil. Brauch mal ein Windkristall dafür. Na, werden wir schon noch finden. So, was wolltest du jetzt? Wo kann ich Leader Skills sehen, wenn ich fragen darf? Es gibt keine Leader Skills. Keine? Nee, es gibt keine Leader Skills. Du packst Okay. einfach das als Leader, was du anderen anbieten möchtest. Aber Leader Skills an sich gibt's nicht. Wem soll ich für dich als Leader reinmachen? Wenn ich dir ja gleich eine Freundesanfrage schicke. Mir ist das egal, aber Edgar wäre nicht schlecht.
Bitte wer? Edgar? Okay, gut. Edgar ist okay, ja. Drei Zauberschlüsse, ihr abfüllt zum Glück automatisch auf. Ach, man hätte die Daily Questen jetzt noch abholen können, ne? Edgar! Zu spät. So, wir wollen jetzt hier rein, denn da gibt's hier die Magietruhe. Ich komm gar nicht mit deinen Folgen hinterher. Wieso? Ja, ich guck mir normalerweise alle deine Videos vor, mal sehe ich, oh, 1, 2, 3, 4 Videos. Vollen davon, zwei sind davon Elder Scrolls, ich denke mal, no, das wird morgen ein langer Tag. Da ist die Truhe. Scheint verschlossen zu sein. Schatztruhe mit Zauberschlüssel öffnen. Ja. Das ist der Vorteil, wenn. Ah, Eisklinge. Gut. Das ist der Vorteil, wenn ich deine gucke. Du bringst nicht so viele Videos. Bitte? Das ist der Vorteil, wenn ich deine gucke, du bringst nicht so viele Videos. Ja, ich versuch's wenigstens einmal in die Woche wenigstens einen zu bringen. Ja, das war ja jetzt auch nicht abwertend gemeint oder irgendwas. Nee, alles gut, das habe ich schon normal verstanden, nur halt. Ich meine, das ist eigentlich besser, das heißt, dass ich nicht so viele Videos rausnehme. Dean, warum heißt denn der hier Dean? Wegen Supernatural wahrscheinlich. Nee, die haben ja echt Einheiten komplett umbenannt. Und komplett sinnlos umbenannt. Krass, kein Wunder. Okay. Ich habe zum Beispiel auch vorhin, Florian hat beschworen. Hat eine Einheit beschworen. Ich wollte gucken, was das ist, aber die Einheit gibt's halt einfach nicht auf der Einheitenliste, weil die in Deutsch einfach mal Gilbert heißt. Aber es gibt kein Gilbert. Und du denkst ja manchmal, what the fuck? Gut, okay. Ich hab in der Gruppe mal meine ID geschickt. Kannst du mal auch. Oh. So, dann gehen wir weiter hier. Auf die Ebene, da ist nichts. Im Schloss ist auch nichts. In den Katakomben, hier in den Katakomben haben wir was. Spielerinfo. Begrüßung ändern auf jeden Fall. Arbeiten wir zusammen, das hört sich immer so zweideutig an, weißt du? Oh, das ist noch eine Sternquarzkiste, wo kommt die denn her? Die müssen wir uns natürlich gleich noch mitschnappen, wenn wir einmal hier sind. Toll, man kann sich sogar hier umbenennen, what the fuck? Ja, kannst du. Einmal alle 2 Monate oder sowas. Keine Ahnung. Unnötig. Ich lass den Star wie gewesen. Ist eigentlich hallo. Ganz gut mit den Umbenennen. Hallo, Selina. Oh, hallo. Die wollen mich da oben nicht haben. Schatztruhe mit Zauberschlüssel öffnen, ja. Die wollen mich da oben nicht haben, Jan hat gesagt, ich soll gehen. Ex Aqua. User joined your channel. Hallo Florian. Peace. Hallo Flo, wollt ihr jetzt alle in die Aufnahme oder was ist los? Du nimmst wieder auf? Ja, ne, ich nehm wieder auf, ja klar. Die wollen mich nur da oben nicht haben. Nee, Jan wollte ich da oben nicht haben. Macht ja nix. Alle Final Fantasy-Spieler sind hier willkommen, während ich Final Fantasy aufnehme. Ja, ich versuche gerade einen Rahmen zu machen, aber das klappt irgendwie nicht so. Vielleicht weiß ja einer von deinen Community-Leuten, wer Gilbert ist. Ja, es sind einfach Einheiten umbenannt worden in Deutsch. Habe ich jetzt auch gerade schon mitbekommen. Ich habe einen mitgenommen. Der heißt eigentlich ganz anders. Der heißt auf Deutsch Dean. Dean? Ja. Und auch, sehe auch gerade Anselm zum Beispiel. Hat auf einmal kein Z mehr, sondern ein S. Total bekloppt irgendwie. Wollen noch mehr Leute ins Video rein? Also. Ja, ich. Die gehen alle weg und ich wollte nicht mit dem Typen da sein, weil du Bullshit labert. Leute? Ja, das meine Leute. Ich voll ihr wisst, dass Robert aufnimmt, ne? Müsst ihr euch jetzt hier rumschalten halt... oder? Ja, okay, sind wir ruhig. Ein Herz, ich hab dir eine Fotosanfrage geschickt, ne? Kann ich gleich annehmen, sobald ich mal. Ja, ich weiß.
wieder im Menü bin. Mach ruhig. So, hier schön in den Geheimgang. Achso, dann Quarz haben wir schon gehört. Toll. Haben wir eigentlich ein Limit? Ja, ne? Also als Einheiten im Team. Richtig. Du meinst ein Kostenlimit? Ja, genau. Nee, gibt keine Kostenbeschränkung. Nein? Lol. Es gibt keine Kosten. Flo? Kannst du in dein Team packen, was du reinpacken willst. Okay. Auf geht's, Gilbert. Dann packe ich tatsächlich meine ersten beiden 4-Sterne-Einheiten rein und die drei, die du gesagt hast, die gut sind. Anfang. Ich habe das Englische, also der mein anderer Account, der auf Global, der wurde aktualisiert. Das heißt, ich habe jetzt die ganzen Sachen, was ich bei Martorias habe, einfach auf Deutsch, wurde das Ganze, what the fuck? Ja. Ich habe meins auch einfach aktualisiert und Meins auch aktualisiert. Ist ja derselbe Server. Okay, installiert, aber ja. Ich habe das wieder deinstalliert, weil es auf Englisch war. Das hat wohl gespeichert. Ne? Oh, Selina. Das Vieh kann man immer noch nicht aussprechen, auch wenn es auf Deutsch ist. Ein Herz Binden. Ist Shadow gut. Welcher? Shadow ist gut, ja. Ja, oh, gut, das danke. Ist ein schöner physischer Single Target. Cool. Hat aber nur 4 Sterne. Oh. Ja, ich muss mich doch bedanken, wenn ich eine Frage richtig beantwortet kriege. Seien gut. So, jetzt gehen wir erstmal kurz in die Fertigkeiten herstellen und gucken mal, was wir hier bekommen haben. Schieße 3 Tore ab. Wir haben noch ein Ex-Aqua, Ex-Aqua. Erhöht Wasserresistenz, okay. Was haben wir noch? Eisklinge haben wir bekommen. Fügt Gegner Eisschaden zu. Nee, was? Ach hier, die stille Klinge kann ich jetzt basteln. Yes, herstellen. Bitte einmal Fähigkeit herstellen, danke. Ich werde euch auch mal... Okay, Moment. Was machen eigentlich diese silbernen Kaktusse? Die sind zum Leveln deiner Einheiten. Okay, kannst du fusionieren, geben Shitload an XP, ist sowas wie die Götter dann und sowas. Dann habe ich sie richtig verwendet. Wo hast du denn überhaupt welche herbekommen? Hier einfach nur, ich habe angemacht, installiert. Ich war ja schon etwas weiter und dann habe ich einen da gehabt. Keine Ahnung. Ach, hast wahrscheinlich einfach die letzten nicht eingesammelt. Aber heute gab es ja keine. Auf jeden Fall hatte ich einen. Was sind hier eigentlich für neue Angebote? Hier nur die Standard-Dinger. Halt okay. Metallkaktor. 10 nee, Stück Schäne für 800. Nee. Was ist die Artorias ID? Bei mir ist hier gar kein Angebot für 3,99, was du gesagt hattest mit dem. Okay, weil da war zumindest bei meinem neuen Account, den neuen Account, den ich gemacht habe, da war ein Angebot für 3,99, wo du, der ist auch für 2 Tage verfügbar. Vielleicht ist das einfach nur für ganz neue Accounts, das kann sein. Aber ich habe das hier nicht. Aber so an sich, die Preise gehen gar nicht. Wenn man hier guckt, 50 Euro für 50 Euro kriegt man gerade mal 8500 Lapis. Das sind, was? Das sind wenig. 11 Beschwörungen kann man damit machen, ja, aber. Ja, das war schon. Das ist irgendwie wenig, nicht ne? So viel. Vielleicht fragen sie sich einfach nur ein bisschen. Was sollten sie 60.000 oder 100.000 geben? 10.000 wären super gewesen. Das wäre dann Top-Preis gewesen. Nicht 100.000? Ja, übertreib halt. Ja, hallo, 50 Euro. Fängt wieder an, Scheiße zu labern. So, gehen wir nach Grenzschild. Wir haben sowieso noch ein paar Erdschlüssel, die wir noch abgeben müssen. Die hätte ich mal mitnehmen sollen. Ach, shit. Gut, also nochmal zurück. Stadtmenü, Weltkarte, zack. Ich hab eine coole Bogenschützin bei Pott gezogen. Gegenstände, jetzt soll man ja hier die Erdschlüssel reinpacken. Wow. Ich muss doch dazu sagen, diesmal haben sie keinen Transfercode, sondern Facebook-Account, ne? Ja.
auffüllen. Noch. Level up. Pro Level up immer 100 Lapis dazu, Alter. Immer. Ja, ja muss ja. Ja, 100 Lapis kannst du halt beschwören. Ja, das ist nicht auch so bei Brave Frontiers. Ah, am besten gleich noch 500 Gems, um völlig zu übertreiben. Immer da noch. Bin ich auch für. Da bin ich echt auch für. Jedes ja. Level up. Cool, ja, kannst also 10 Level machen und danach kannst du keine mehr bekommen. Ach, du hast auch Edgar? Cool, hab ich auch. So, haben die bekommen, ist die gut? Haben die eigentlich hier bei ihren... Oh, den Angriff, das kann man jetzt alles lesen. Das haben sie jetzt alles grün gemacht. Der Wahnsinn. Selina, wenn du was wissen möchtest, drückst auf die Einheit. Und dann kannst du... steht da zum Beispiel... beispielsweise... Moment, Einheiten. Wenn du drauf drückst, da steht da Merkmal, Magie und Spezial. Da kannst du es dir so ein bisschen lesen, was er so hat. Oh, wir wollen hier erstmal Schlüssel eintauschen. Was haben wir? Nummer 9, Nummer 10 und Nummer... Warum kann ich die nicht eintauschen? Ja, du hast ja gesagt, also du hast mir ja empfohlen, dass ich mir mit meinen Lapis, die ich da noch hab... LOL, Edgar, 1000 Leben. Sind denn die Schlüssel eigentlich jetzt wirklich gut? Truhe, kann die Schlüssel... können geöffnet werden? Was? Stadtmenü. Mach jetzt Limiting. So, ja, cool. Maschinenkönig. Keine Ahnung. Hier ist ja auch. Oh ja. Darf ich die vielleicht nicht hier drin haben, sondern im Lager? Da. Aua. Jetzt nochmal. Ah, jetzt kann man es aufmachen. Gut, also nicht mitnehmen, sondern im Lager lassen die Schlüssel. Okay. Ich erst höre, nur einen Moment. Was meinst du jetzt für Schlüssel, Florian? Ja, die ich mit den Lapis eintauschen kann, die ich hab. Die sind, um die magischen Truhen aufzumachen, die überall so rumliegen. Oh, fuck. Eine modische rote Kappe. 5 Angriff, 5 Magie, 5 Abwehr und 5 Physical. Lohnt sich das denn, was da so in den Truhen drin ist? Keine Ahnung. Ich lauf grad rum und mach die auf. Bisher hat sich's irgendwie noch so gar nicht gelohnt. Sind alles nur ein Haufen Fähigkeitspläne, um Fähigkeiten halt zu machen. Aber keine so wirklich Florian? Guten dabei. Ja? 3 Abwehr, Nachtkragen. Hast du meine Freundeschaftsfrage geschickt? Bei Brave Exvius? Ja. Nein, weil ich gerade nicht im Spiel drinnen bin. Oh, war da gerade eine Paralysen-Nullification dabei? Krass. Aber ich kann dir meine ID einmal jetzt sagen. Das ist ja gar nicht mal so schlechtes Item. Moment. Beziehungsweise schreibe ich dir einmal kurz in den TS-Channel rein. Oder so. Weil ich habe gerade meine beiden Accounts auf. Schaden und Lähmung. Wow, Schaden und Lähmung ein Ziel, lol. Schaden und Ziel. Ach, verdammt, ich habe einen Blitzrad. Geht doch nicht, ich habe es mir nicht notiert. So, soll ich anmachen, Flo? Was? Soll ich anmachen? Ah, klappt ja, keine nett. Weiteren. Okay. Dann einfach nur den Code in TS reinposten. Ja, was mache ich denn gerade? Muss meinen Part ja sowieso noch einmal schneiden. Da gehört zum ersten Mal was hin, was nicht die Zuschauer sehen dürfen. Und was? Sag ich jetzt nicht laut. Dein Kontostand? Nein, den Produktcode da. Oder beziehungsweise den Code, damit man verifizieren kann, dass ich das bin. Ja, hat seinen Supportcode mit ins Video gemacht. Hat da haben wir doch eine magische Kiste. Muss ich halt einmal rausschneiden. Schatzruhe mit Zauberschlüssel öffnen, yes. Rezept für blind. Rezept für blind. Ja, vor allen Dingen, wie sie es blind genannt haben. Haben sie einfach, einfach blind gelassen und als blind. Das ist so ein Quatsch. Blenden wäre das dann als Fähigkeit, zum Beispiel. Ja. Easy. Oder meinetwegen können sie es auch nennen, Glüsen zuhalten oder sowas. Hä, 93, okay, wenn man einen neuen Account macht, hast recht. Hier ist eine neue Quest, wo kommt die denn? Freunde suchen. Ja, okay. Wollen wir das kopieren? Nein, natürlich nicht. Ach, pack mir nicht hin.
Das ist eigentlich den Bogen tragen. Können Sie den Bogen nicht tragen? Starvi, wieso geht das nicht? Wo ist denn genau? Ich habe hier eine 4-Sterne-Unit, die kein 3-Sterne-Bogen tragen kann, obwohl sie beides, also obwohl sie eine Bogeneinheit ist. Falsch. Sie muss ein gewisses Level haben, damit sie so machen kann. Oh. So, das ist Fluss-ID. Dankeschön. Auch. Ihr könnt auch einfach in dem Charakterinformationsbogen gucken, da stehen die ganzen Waffenarten und Dingsarten, die sie tragen können. Also die ganzen Itemarten halt. Ja, da hat eine Qualwanda, Alter. Mit diesen ganzen Hackern, ne? Ich hab Gilbert, die können alle gar nichts. Leute hat eine Miyuki. Miyuki. Wie ist sie jetzt nochmal da oben? Leute, ist hier denn? Ach, Kuya. Ja, vor allen Dingen du mit deinem Gilbert. Mach mal einen Screenshot von dem oder so. Ich will mal wissen, wer das ist. Meinst du jetzt bei Birth Exegos? Exvius? Ja. Okay. Das Schnibbelprogramm da unten. Ne, ich weiß. Lol, jetzt hab ich einen Formel-Bergenstein beim Beschwören. Zeig ihn mal einfach alle, mach mal so ein Schnibbelding von alle, vielleicht kann man sie ja so erkennen. Welche davon gut sind oder nicht. Wollt ihr mal einen kleinen Fail von mir wissen? Roselia. Nee, kennt man nicht so. Ich glaube, er braucht schon den Namen. Nee. Ist die gut? Nur von Gilbert brauche ich den. Roselia ist okay, ja. Wer ist denn das? Das ist, eine Heilerin. Boah, endlich. Das ist eine Heilerin und Statusheilerin. Das Problem ist nur, sie wird von Fina abgelöst. Ist das eine Ukulele? So, Fina ist, dadurch, dass Fina halt Chia Ukulele hat, ist irgendwie besser. Das ist Gilbert. Achso, aber für einen Heiler ist das Server von dann nicht schlecht. Ist eine gute Heiler-Einheit auf jeden Fall. Das, keine Ahnung, musst du entscheiden. Also ich hab direkt alle 10 rausgehauen. Hab ich auch. Hab halt eigentlich gehofft, dass ich irgendwie einen Barz oder einen Wahn bekomme oder sowas, aber nö. Ne, wollte aber einfach nicht. Jetzt? Du gehst auf diesen Wolken. Aber Stavi bekommt ganz sie bestimmt alle. Noch ganz links. Genau. Also. Dann kommt da unten gleich der Link und den kopierst du. Willkommen. Okay. Ja, halt deine Fresse, Barz nicht so fröhlich hier. Nein, nicht so. Wahn. Aber ich glaube, der heißt Dean. Kannst du einfach kopieren drücken. Die haben die alle umbenannt. Hier ist das Bild. Vivi, Franzeles. Das ist Gilbert. Lass mal. Oder ein Cecil, wenn du einen Cecil hast, die sind auch gut. Oder der ist auch gut. Und siehst du den Gilbert? Siehst du ihn in seiner ganzen Macht? Los. Heißt er echt so? Der heißt wirklich Gilbert. Krass. Das ist. Oh, man kann doch nicht mal die Nummer lesen, ja. Das ist der Wahnsinn. Kannst du bei dem mal oben aufs Buch gehen und mir mal die Nummer sagen? Ja. Warte. Nummer 204. Tatsächlich, doch 204, wie ich im Part gesagt hatte. Okay, 204 ist irgendwie eine ganz andere Einheit in dem Wiki. Ja, so überall irgendwo eine andere Einheit, auch bei Frontier. Ja, bestimmt. Hier ist noch eine Quest. Was ist denn hier los? Tauchen auf einmal überall neue Questen auf. Update unser Max. Ich will Tillis haben. Einfach so. Weil ich kann dieses Jahr mal reinpatchen für dich. Ja, wir will einfach nur so Tillis haben. Zu jeden Fall, Leute. Die wird auch hier auftauchen. An meinem Geliebter. Ach du Scheiße. Findest du den Brave Exodus auftauchen? Ist das Wunschdenken von dir oder Real Talk? Nee, das ist wirklich so. Was? Er hat uns einfach gespoilert. Ja. Wie er uns gespoilert hat. Das Play vorbei. Echt so, Spoiler. Leute, das war kein Spoiler, das war Tatsache. Das war Tatsache. Ja. Ja, tatsächlich ein Spoiler. Vielleicht wissen ja Gott sei Dank nicht alle Final Fantasy Brave Exodus Spieler, was Brave Frontier ist. Das glaubst du nur. Aber jeder weiß, wer Tillith ist. Nach dieser Argumentation stimmt, da habe ich verloren denn jetzt. Ich bin nicht geschlagen. Heini, aus welches Gebiet bist du denn genau, wenn ich fragen darf? Zweite Insel. Jetzt schon.
Ja. Ich hab das so weit durch, die Story. Ich bin hier gerade so eine komische Quest am machen, aber irgendwie will die, egal was ich mache, die wird's einfach nicht annehmen. Ja, blöde Fotze. Blöde Otze. Ja, böse. Und du dämliche Bitch, jetzt nimm doch verfickt nochmal so eine Scheiße hier an. Alter, was soll denn der Dreck? Komm, schlacht. Dein freundliches Antlitz, so hier, verfickten Flammen der verfickten Liebe, jetzt nimm die Scheiße. Also, liebe Zuschauer, nur Zinfo, das ist dieser eine Moment, wo Heini jetzt Enrage geht. Das finde ich toll. Das ist aber ein minimaler Rage. Ich gucke jetzt einfach mal hier, ob ich das irgendwie gerade mal. Ach, scheiß drauf, mach ich nach der Folge, ob ich dafür eine Lösung finde. Das kann man ja schon in so eine Top 10 Liste reinschneiden. Top 10 Best Rage. Das ist ein ganz minimaler Rage. Das ist ganz normal für den Spieler. Mich regen auch Bugs in Skyrim auf. So, dann hab ich jetzt. Gucken wir einfach, ob wir hier unten noch eine Kiste haben. Wenn nicht, verpissen wir uns von dem Scheißhaufen. Der Stadt. Brave X View ist noch auf? Ja. Mach mal so einen Screenshot bei mir von allen Units. Vielleicht erkennt Heilherz ja einige davon. Ich glaube nicht, dass er so klein ist, aber okay. Was weißt du, was er erkennt und was wir nicht erkennen? Naja, ist noch eine magische Kiste. Das Spiel schon irgendwie so ein paar Minuten länger als wir. Rezept für Vox. Vor allem ein paar Minuten länger. Heini jetzt spielt seit mindestens Weihnachten. Auf dem Japan-Server, ja. Ja, aber. LOL noch nicht so lange. Da wird er sicherlich die eine oder andere Einheit erkennen. Hier sind alle Einheiten, finde ich. Ich glaube, hier war ich schon. Das ist doch die dämliche hier mit ihrer scheiß Liebe und so ein Mist. Love, love. Zurück zur Gebietskarte, ja, definitiv. Oh, ich hab noch eine Kusanagi. Hallo, Screenshot. Ja, hallo. Hallo. Hey, der kleine Typ da mit dem Stab, mit dem blauen Zeugs drum, der ist gut. Und galant. Und Anselm. Ja, habe ich irgendwas, was ich zu 5 Sternen entwickeln kann? Und das Häschen mit dem Bogen. Ist auch ganz gut. Ach, die habe ich, glaube ich, auch. Das stimmt, ja. Gut, ein Herz, ich habe. Ansonsten, da hast du quasi jetzt 2 dabei mit 5 Sterne. Der Rest ist alles. Ja, und der Gilbert-Typ, mit dem kann ich irgendwie so gar nichts anfangen. Da müsste ich mal in der Liste nachher gucken. Wie viel haben wir jetzt? 37 Minuten. Ich beende dann jetzt erstmal hier die Folge und sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ja. Ciao.